Herzlich willkommen zur nächsten Episode unserer 5 Fragen an. Heute mit Matthias Mehner, dem Chief Marketing Officer von Messenger People, den ich jetzt auch schon ein paar Jährchen kenne, auch wenn wir uns in einem ganz anderen Umfeld mal kennengelernt haben. Matthias, herzlich willkommen und vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Servus Florian, danke für die Einladung. Willst du kurz verraten, wo wir uns kennengelernt haben? Das werde ich nie vergessen, auf einer meiner Lieblingsmessen, auf der Bread and Butter in Berlin, als es die noch gab, am Stand von Marco Polo. Genau, also ich war damals Social Media oder New Media Verantwortlicher für Marco Polo, ein Unternehmen, was es bis dahin überhaupt nicht geschafft hatte zu digitalisieren. Weiß gar nicht, wie sie heute stehen, aber damals war es digital echtes Neuland für die. Das ist jetzt 8 Jahre her. Zeigt eigentlich ganz gut mein Background, so Social Media und so Handel, klassischer Handel, aber auch E-Commerce, das ist so mein Background. Und seitdem, ne, sehen wir uns immer mal wieder und tauschen uns über die Themen aus. Absolut. Und was ich halt sehr spannend finde, und deswegen war es mir auch sehr, sehr wichtig, dich in unsere Reihe hier mit reinzukriegen. Ich meine, das, was ihr da macht, was kann ich mit Messengern machen? Was kann ich mit Messengern machen, wenn sie im Kundenservice integriert werden? Was kann ich mit Chatbots machen? Also diese ganzen Geschichten, ich würde jetzt mal sagen, in der Phase, die wir momentan erleben, ist dieser schon auch eine Sache, Bestellvolumina explodieren. Da wäre ich so ein bisschen gespannt drauf, was du uns erzählen kannst. Wie entwickelt sich das? Was sind so Best Practices? Was kann man mit so einer Messenger-Strategie am Ende des Tages machen? Aber vorweg, die wichtigste Frage, auch mit Blick auf deine Familie natürlich, wie geht's euch? Ist die Gesundheit alles okay? Passt alles? Gesundheit, alles okay. Wir haben ja schon festgestellt, wir sind jetzt in der 11. Woche des Homeoffice. Ich habe ja Gott sei Dank so einen abgetrennten Bereich, von daher störe ich meine Familie nicht zu sehr. Wir haben einen relativ großen Garten hinten, haben uns ein Trampolin gekauft, also die 2 kleinen Kinder, 2 und 4, sind auch gut versorgt. Von daher ist die Zeit für uns eigentlich ganz gut privat, ja. Vielen Dank. Wunderbar. Und Business-Seite könnte ich mir jetzt vorstellen, ist natürlich schon ein Thema, wo bei euch auch gerade viele der Bestandskunden wahrscheinlich ordentlich zu rödeln haben, auch mit dem ganzen Thema Kundeninteraktion. Stellt ihr da fest, dass es besonders eben ja nach oben geht die Volumina jetzt gerade in der Phase, wo vielleicht auch ein physischer Kanal mal irgendwie mit den Läden außen vor ist und man viel mehr online macht? Ja, du sagst es, ne? Also zum einen haben wir natürlich auch so eine Corona-Delle gespürt, gerade am Anfang, dass alle so ein bisschen skeptischer waren und Investitionsentscheidungen auch so ein bisschen verschoben haben, weil sie auch gesagt haben, oh, ne, da jetzt in eine ganz neue Art der Kommunikation einzusteigen, wollten wir schon, aber hey, lass uns jetzt mal warten. Wir sehen es aber sowohl jetzt auch, was so Neukunden angeht, als auch die Kunden, die wir schon haben, die jetzt wieder durchstarten. Also die es begriffen haben, wie diese neue Kommunikation über Messenger funktioniert, die es im Kern verstanden haben und die es auch zu nutzen verstanden haben, die starten durch und die haben schon ein wesentlich höheres Volumen. Du hast es ja schon gesagt, der große Vorteil im Gegensatz zu einer Plattform wie einem eBay oder einem Amazon oder auch einem Social Media, wie Facebook-Shops, was ja jetzt rausgekommen ist, oder Instagram, ist ja bei Messenger dieses Thema conversational. Ja, und gerade als die Läden zugemacht haben, haben wir es bei vielen Mittelständlern gemerkt, die gesagt haben, oh, ich mache den Laden jetzt zu, jetzt schreibe ich an die Schaufensterscheibe, hey, persönliche, direkte Beratung, schnell, zuverlässig, kriegt ihr per WhatsApp. Gute Idee, fanden alle Leute super, haben sie dann aber gar nicht mehr handeln können über normales WhatsApp beziehungsweise die WhatsApp Business App, ja, die Lösung für die kleinen Unternehmen. Und da kamen wir dann mit unserer Software ins Spiel, dadurch, dass wir es einmal natürlich DSGVO-konform abbilden können, aber auf der anderen Seite auch skalierbar, automatisierbar, konnten wir da schon vielen Einzelhändlern, aber auch E-Commerce-Leuten helfen, dass wir halt gesagt haben, nicht nur Kundenservice, nicht nur Paket ist nicht angekommen, Pullover hat ein Loch, sondern gerade dieses Thema Beratung. Hey, hallo, ich brauche ein Fahrrad, ich brauche Industriekleber, habe ich gerade im Sinn, also ein B2B-Case, den ich gerade von uns gelesen habe. Ich brauche Fahrräder, also das waren so klassische Cases, aber auch so wirklich ganz, ganz einfache Sachen, wo die Leute ins Möbelhaus gegangen sind, also die Verkäufer ins Möbelhaus gegangen sind, haben 15 Sofas fotografiert, haben die per WhatsApp verschickt und der Kunde hat dann gesagt, okay, bestell mir das schon mal vor. Das ist schon explodiert, das war schon sensationell zu sehen, wie eigentlich diese neue Stufe Beratung über einen Messenger funktioniert. Eigentlich kann. Auch direkt Transaktion, Matthias, oder sind wir davon noch ein bisschen entfernt? Nee, es gibt schon auch Transaktionen, es gibt auch einige Startups, hast du vielleicht schon gesehen. Hey Charles ist zum Beispiel so eins, empfehle ich euch mal zu googeln. Der Artium hat ja früher
quasi das Instagram-Shopping-Game erfunden, damals mit Captain & Sons, mega Erfolg, und hat dann aber gesagt, dritte Welle des Commerce ist nicht mehr der Laden, ist nicht mehr online, sondern ist conversational, und er hat jetzt so ein paar Shops auf WhatsApp hochgezogen, die wirklich in der ganzen Customer Journey über WhatsApp laufen. Also am Anfang die Beratung, ja, die Bestellung, selbst das Bezahlen geht natürlich noch nicht direkt in WhatsApp, ne? Noch fehlt dieser WhatsApp-Pay-Button, aber über so einen PayPal-Checkout-Express-Link ist es ein Klick, man hat das bezahlt und dann läuft auch die weitere Customer Journey. Hey, dein Paket ist da unterwegs, dein Paket ist da, hey, danke, Paket ist angekommen, Socken zu groß, läuft bei denen alles schon über WhatsApp. Und so gibt es mittlerweile einige Kunden, die komplette Customer Journey abbilden können. WhatsApp zwar der größte, deswegen sage ich immer WhatsApp, ja, so als Messenger-People, WhatsApp, 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 kam ja gerade wieder eine neue Studie raus, die sagt, wie sehr das eigentlich dominiert. Aber wenn wir an andere Messenger denken, gerade zum Beispiel an Apple Business Chat, der ist natürlich auch im E-Commerce schon viel, viel weiter, schon viel, viel mehr Features sind da drin, die List Picker, Product Picker, ich kann das Ding schon direkt an mein Warenwirtschaftssystem andocken. Ich habe natürlich mit Apple Pay direkt, dass ich es bezahlen kann, etc. Also andere Messenger sind teilweise schon weiter. WhatsApp als der größte Messenger holt aber auf. Ich habe gerade so von Insidern erfahren, dass es wohl bei Zuckerberg auf der Top 3 ist. Das Thema Conversational Commerce auf WhatsApp angeblich auf der Top 3 To-Do-Liste für dieses Jahr noch. Also können wir uns eigentlich schon so ein bisschen damit, oder nicht damit abfinden, darauf einstellen. Ich meine, ich war selber bei meinen Projekten in China immer so begeistert, was WeChat als Ecosystem einfach leistet. Und habe mir gesagt, nee, ganz ehrlich, wir reden hier immer über Nachrichten austauschen, was vielleicht ein bisschen zu wenig vom Feature-Umfang von WhatsApp jetzt mal geschildert ist. Aber es geht schon in die Richtung, dass man eben auch dieses komplette Ökosystem inklusive Transaction und so weiter in Zukunft abbilden können wird, oder? Ja, gut, und wenn du sagst, der Dialog ist jetzt ein bisschen einfach gestrickt, dann halte ich entgegen, der Dialog ist schon mal doppelt so viel Kommunikation, wie du auf Facebook und Instagram hast, ja, oder auf Twitter, ja, weil da hast du gar keinen Dialog, dann da schicken die Unternehmen nur raus, oder TikTok, und der User empfängt, ja. Und wenn wir sagen, jetzt dritte Stufe, kommen wir so ein bisschen wieder zurück zum alten Laden, ja, früher, jetzt mal ein Bild gemalt, früher bin ich auch in den Laden rein und habe mit der Dame, mit der Tante Emma quasi um die Ecke gesprochen, oder sie wusste auch schon, hey, das ist der Matthias, der trägt Größe M und der trägt immer schwarze Schlüpfer oder whatever. Ja, also das war ja nochmal was ganz anderes. Und jetzt hatten wir so die letzten 10, 15 Jahre der Digitalisierung, waren irgendwie nur so Kommando Schrotflinte. Ich schieß mal alles raus und werde schon die richtigen Leute treffen. Kaufen müssen sie dann aber trotzdem ja noch in meinem Online-Shop etc. Ja, und die dritte Stufe, Conversational Commerce, sagt er jetzt, unterhalt dich mit deinen Kunden, frag sie, wie es ihnen geht, frag ihnen, was sie wollen, frag ihnen, welche Größe sie haben, ich merke dir diese Daten, geh mit ihnen in Dialog und verkauf das. WeChat hast du schon angesprochen, und ich denke, dass wir hier in 3 Jahren auf einem ähnlichen Niveau sind, was Conversational Commerce angeht. Nicht mit WeChat, die bleiben meiner Meinung nach in China, aber mit WhatsApp in einer Funktion und Facebook Messenger natürlich auch in einer anderen Funktion. Also im Endeffekt so ein bisschen dieselbe Aufteilung, die du sonst siehst mit Alibaba versus Amazon oder wie auch immer. Da wird sich halt Tencent mit WeChat und WhatsApp letzten Endes den Markt irgendwie so ein bisschen aufteilen. Wenn du jetzt mal. Ja, man sieht das ja jetzt schon, wenn der Facebook Shops ist ja jetzt letzte Woche gelauncht worden. Ja. Einkaufen kannst du jetzt noch direkt auf der Plattform, ja, auf Facebook Shops. Wenn du aber eine Frage hast, hast du jetzt schon eine sehr integrierte Einbindung von WhatsApp. Also wenn du eine Frage zum Produkt hast, fragst du digital über WhatsApp nach. Ja? Und ich glaube wirklich, dass das die Zukunft ist. Ja? Ja? Also auch einfach mal aus einer strategischen Sicht gesehen, Facebook verdient einen Haufen Geld mit Werbung auf Instagram, auf Facebook. Denen gehört ja irgendwie ein Drittel aller Werbeumsätze weltweit. Das ein Drittel ist noch Google und das andere Drittel dem Rest. So, wie soll ich jetzt einen Messenger, den grünen Messenger WhatsApp, den ich für 2 Milliarden gekauft habe, wie soll ich den monetarisieren? Soll ich da jetzt auch noch Werbung reinballern in die Konversation, die Kunden führen? Wird nicht funktionieren, ja, wird abgestoßen werden. Aber zu sagen, das als ein B2B, B2C Software anzubieten, als ein Dialogkanal, und dann den Kunden zu sagen, also den Kunden in dem Sinne, den Unternehmen zu sagen, hey, du kannst diesen Kanal nutzen, um darüber Dialog zu führen und zu verkaufen, ist ein Mehrwert für alle 3 Seiten, für den Nutzer, fürs Unternehmen und auch für die Plattform, weil sie damit einfach nochmal einen ganz neuen Erlösstrang aufmacht, den es heute so bei WhatsApp, Facebook noch nicht gibt.
Wenn ich jetzt mal so ein bisschen oder wenn du ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern würdest, bei euren Bestandskunden zum Beispiel auch, gibt es da bestimmte Branchen, wo du sagst, die sind besonders nach oben gegangen vom Volumen an Konversationen momentan, gerade vielleicht auch während der Heavy-Lockdown-Phase? Ich meine, jetzt mittlerweile haben wir schon Lockerungen, aber gibt es irgendwie so eine Branche, wo du sagst, das war besonders extrem, was da abgegangen ist? Ja, es gibt eine, das ist jetzt, die ist jetzt nicht so in der Zielgruppe deiner Zuhörer, aber wir haben extrem viel mit Regierungen, mit Behörden etc. gemacht. Das war so eine Branche, da haben wir jahrelang dran rumgeknabbert und die haben immer gesagt, ach na ja, ich habe ja mein Rathaus und mein Gemeindeblatt, ja, da steht einmal die Woche eine Information drin, ich muss nicht digitalisieren. Und die haben natürlich relativ schnell gemerkt jetzt, oh, ich muss schnell direkt kommunizieren und auf der anderen Seite brennen mir sämtliche Hotlines durch, ich muss schnell Antworten liefern. Und deswegen sind die relativ schnell auf Messenger gegangen und auch auf Automatisierung per Chatbots, weil halt die Leute in der Corona-Zeit immer das Gleiche gefragt haben. Ja. Eine Branche, die dich dann eher interessiert, ist bei uns schon das etwas größere Filial-Einzelhandelsgeschäft. Ja, wenn du dir vorstellst, ich nenne jetzt keine Namen, aber du hast einen Fachhändler, der 1.000 oder 500 Filialen hat und in den Filialen nochmal einzelne Experten, dann kannst du dir vorstellen, wenn das alles zu ist, kriegst du das irgendwie über ein Callcenter oder über eine E-Mail gar nicht abgewickelt, wie du den noch beraten sollst. Und da hat unsere Software durch Zufall super gepasst, weil bei uns kommt alles zentral rein, ja, in ein großes System und wird dann teils per Hand, teils schon automatisiert zugewiesen. Also Achtung, das ist eine Frage für die Filiale in Dresden, für die Filiale in Neuss, für die Filiale in München. Und die Filiale in München konnte dann nochmal zuweisen, das ist eine Frage an, nehmen wir Beispiel Baumarkt, ja, das ist eine Frage an die Gartenabteilung, an die Klopapierabteilung, an die Süßwarenabteilung, an die Bohrmaschinenabteilung, ja. Und gerade dieses, ich vernetze das runter bis zum letzten Experten, ohne dass man da jetzt an der Warteschleife sich irgendwie durchwählen muss, das hat super funktioniert. Also gerade größere Einkaufsverbände, Filialnetze, die haben schon sehr, sehr, sehr intensiv auf diese Art von Beratung gesetzt und haben darüber natürlich auch relativ großen Erfolg gehabt, Möbelhäuser etc. Waren Restaurants, würde mich jetzt mal interessieren, war das auch ein Thema oder eher gar nicht so mit dem Takeaway? Zu klein. Ja. So ein Restaurant ist ja meist nicht wirklich digitalisiert. Ja. Und das jetzt in der kurzen Zeit zu digitalisieren, ist schwierig. Also ich glaube, bei einem Restaurant ist so ein Lieferando dann der schnellere Weg gewesen. Es gibt auch viele Restaurants, der Bäcker um die Ecke, die sich dann einfach WhatsApp for Business App, also die kostenlose App, runtergeladen haben. Das ist dann für so ein Restaurant auch okay, ne? Die nehmen es halt mit Datenschutz nicht so genau. Ja? Die müssen auch nicht gerade super hoch skalieren, automatisieren, sondern die sagen halt, okay, ich nutze das WhatsApp für die 20 Essensbestellungen, die dann tagsüber reinkommen. Dafür ist unsere Service nicht ausgerichtet. Wir sind Enterprise, wir sind so ab 10 Mitarbeitern, ab einem Volumen von 50, 60 Anfragen, wären wir spannend, weil dann die Automatisierung halt greift. Was wären jetzt, wenn man insgesamt versucht, auch unseren Gästen, unseren Zuhörern so ein bisschen was mitzugeben an Themen, die man vielleicht auch berücksichtigen kann, etc. Wenn du mal so sagen würdest, was sind so Key Learnings jetzt gerade eben aus so einer Messenger-Strategie, auf was muss ich achten, was eignet sich besonders? Gibt es irgendwas, wo du sagst, das ist so eine Art erstes Patentrezept, wo man mal auf jeden Fall drüber nachdenken sollte, was besonders gut, aber vielleicht auch nicht so gut funktioniert? Vielleicht zwei gute und zwei schlechte Beispiele, sage ich mal so, ja. Oder was ist wichtig? Wichtig ist vor allen Dingen, wie du es ja schon sagst, wenn man so eine Strategie aufsetzt, dass man sich gerade, wenn man in Messenger einsteigt, erstmal wirklich überlegt, über welchen Kanal ich das mache. Ich sehe ganz oft Leute, die sagen, ich fange jetzt mal an, ich mache einen Chatbot. Völlig falsch. Ja, du stellst dich auch nicht hin und sagst, ich fange jetzt mal an, ich bohre ein Loch, sondern du sagst erstmal, ich will ein Haus bauen. Ja, der Chatbot ist ein Werkzeug. Ja, ich brauche eine Messenger-Strategie und die fängt damit an, auf welchen Kanal. Wenn du noch eins vorher anfängst, sagst du eigentlich, was will ich damit erreichen, welche Zielgruppe. Ich sehe dann viele Chatbots, viele Messenger-Marketing auf dem Facebook Messenger, weil es da relativ einfach ist, eine Messenger-Strategie sich aufzusetzen, funktioniert aber meistens nicht. Warum? Weil der Facebook Messenger in Deutschland nicht besonders beliebt ist. Es war der zweitbeliebteste, aber far, far away von WhatsApp. Also, Learning 1,
Messenger-Strategie aufsetzen auf WhatsApp. Den Fail habe ich schon genannt. Fangt nicht an mit, ich baue einen Chatbot, sondern fangt an mit, ich setze eine Strategie auf über WhatsApp und möchte meinen Kunden folgende Fragen beantworten. Und dann überlegen, okay, wie viele dieser Fragen kann eigentlich der Chatbot beantworten? Was ganz wichtig ist in der Strategie, wird oft vergessen, ist die Bewerbung. Ja, anders als bei Social Media zum Beispiel, habe ich kein Discovery, keine viralen Effekte, kein Discovery-Verzeichnis auf einem Messenger, auf WhatsApp. Ja, das heißt, ich muss dann schon auch von außen, wie ich es am Anfang mit dem Beispiel erklärt habe, mit Schaufenstern zum Beispiel, muss ich halt schon kommunizieren, hey, ich habe hier einen Service. Ja, ganz oft habe ich Kunden, gerade in der Anfangsphase, die sagen, hey, alles super, aber es kommt niemand rein. Und dann gehe ich auf die Website und sage, ja, es steht nirgendwo auf der Website, steht nirgendwo auf den Visitenkarten, steht nicht auf euren Produkten, etc. Also diese Entry Points, wie wir das nennen, wie kriege ich die Leute eigentlich da rein, ist noch ein ganz, ganz wichtiges Go. Und das letzte No-Go ist eigentlich, da sind wir wieder beim Thema Automatisierung, auf keinen Fall denken, ich baue da jetzt mal einen Chatbot, der kann jetzt ein paar Sachen beantworten und jetzt habe ich eine Messenger-Strategie und nach mir die Sinnflut. Weil die häufigste Antwort bei Chatbots ist ja immer noch, ich habe die Frage nicht verstanden, lerne aber jeden Tag dazu und ich sage, das ist einfach Abfuck vom Kunden, weil der Kunde will nicht den Chatbot trainieren, der Kunde will einfach eine Antwort auf die Frage haben. Also im Zweifel immer schauen, dass ein Agent dahinter ist, der diese Fragen auch noch per Hand beantworten kann. Also im Endeffekt schon auch die Geschichte, dieser Trugschluss, gerade auch wenn wir wieder den Loopback zum E-Commerce machen, dieser Trugschluss, der Shop ist fertig, jetzt sind wir wirklich durch, da fängt das Projekt eigentlich an und ähnliches beim Messenger auf. Ja, genau. Und sich nicht auf die Technik verlassen, sondern es ist halt nicht der Social-Media-Ersatz und es ist auch nicht der Webseiten-Ersatz, sondern es ist eigentlich der Ersatz für ein Telefon oder für ein E-Mail-Service. In der Beratung, im Service, ist egal wo an der Customer Journey, aber die zwei Sachen sind meiner Meinung nach die disruptiven für Messenger wie WhatsApp. Ja, und auch beim Telefonservice spreche ich da nicht einmal aufs Band und nehme den Hörer nie wieder ab, ja, sondern der Telefonanrufbeantworter, der kann vielleicht ein paar Fragen beantworten oder jemanden in die richtige Warteschleife leider Gottes lenken, aber er kann halt den persönlichen Service nicht ersetzen. Und beim Messenger muss ich genauso denken. Ich kann viel automatisieren, ich kann damit sehr viele Ressourcen sparen, aber am Ende ist es ein Dialogkanal und kein Werbekanal. Wenn wir jetzt mal so ein bisschen, wir kommen ja schon so Richtung Ende, meine Lieblingsfrage steht vor der Tür. Ich meine, wir haben jetzt die Situation, eben du hast es vorher gesagt, wir sind in Woche 11 eigentlich von einer Ausnahmesituation, die wir sie alle noch nicht erlebt haben, ein bisschen heftigere Zeit, jetzt schon langsam lockert sich's auf. Aber die Frage, die jeden so ein bisschen bewegt, wie verändert das unser Leben auch nachhaltig? Was passiert in den nächsten Wochen und Monaten? Deswegen auch für dich natürlich die obligatorische Frage zum Schluss. Was glaubst du, wo stehen wir in 6 Monaten? Sind wir back to normal? Ist es ein bisschen anders? Werden die Trends, die wir jetzt gesehen haben, mit so einer, sagen wir mal, Hyperdigitalisierung in nahezu Echtzeit, wird die weitergehen? Wo stehen wir in 6 Monaten von heute, Matthias? Ja, ich glaube leider nicht, dass sich die Hyperdigitalisierung, schönes Wort, das muss ich mir merken, dass die sich so fortsetzt. Dafür kennen wir, glaube ich, alle die Marktverhältnisse zu gut, dass wenn der Laden wieder aufmacht, dann kümmert sich der Verkäufer wieder darum, dass er im Laden seine Bücher oder seine Unterwäsche verkauft. Und das ganze Thema, den Druck, den man hatte, weil man jetzt digitalisieren musste, weil der Laden zu war, davon ist nicht viel üblich. Ich glaube aber schon, dass es in den Branchen, die noch zero digitalisiert waren und jetzt sich über 6-7 Wochen hardcore hyper digitalisieren mussten, also das ganze Thema Gemeinden, Rathäuser etc., aber auch der Einzelhandel, dass das hier schon einen Push gegeben hat, der uns 2-3 Jahre nach vorne gepusht hat. Also wir setzen im Mindset schon viel weiter vorne an in der Digitalisierung, aber so richtig viel weiter sind wir, glaube ich, in 6 Monaten nicht gekommen. Dann schauen wir mal, wo wir landen. Ich werde dich zu gegebener Zeit einfach nochmal fragen und dann schauen wir mal auf unser Interview heute zurück. Das war es schon, kurz, knapp, aber trotzdem eine, wie ich finde, sehr, sehr spannende, neuere Welt, wie man letzten Endes einmal als Touchpoint und Transaktionskanal natürlich auch in Zukunft mit den Messengern arbeiten kann, aber auch als reiner Interaktionskanal. Vielen Dank, Matthias, dass du dir Zeit genommen hast, CMO von Messenger People, und wir sehen uns, sobald es geht, auch wieder persönlich. Und vielen Dank für heute. Vielen Dank, Florian. Dir und der Familie alles Gute, ne? Ciao. Genau dasselbe. Ciao.